Ja, sollen wir hier noch um die Vokabel gehen, dass eine Lösung parameterfrei ist, egal ob ihr jetzt Nullstellen bestimmt, Extremstellen, Wendestellen. Ihr habt grundsätzlich aufgenommen, okay, nach den Funktionen f von x kommen jetzt noch Funktionen f von x in Abhängigkeit von irgendeinem Parameterwert. Das heißt, es gibt nicht nur die eine Zeichnung, sondern für unterschiedliche k-Werte auch jeweils immer einen anderen Verlauf. Und dann sind viele immer völlig niedergeschmettert, wenn man jetzt zeigen oder beweisen soll, dass eine Funktion immer durch den gleichen Extrempunkt, durch den gleichen Wendepunkt geht oder durch die gleiche Nullstelle. Und ich will es mal hier deutlich machen anhand von der Nullstelle. Ich setze also das ganze Paket hier gleich 0. Es geht mir jetzt nicht um Gleichungen lösen. Dazu habe ich eine eigene Playlist gemacht. Man sollte hier erkennen, okay, ich kann kx ausklammern, bleibt übrig dieses Paket. Ich hoffe, man erkennt es. Das mal das ist kx hoch 3. Das mal das ist k mal x mal minus 1 ist minus kx. Ich habe dann ein Produkt aus zwei Faktoren. Ich kann entweder sagen, das muss 0 werden. Umstellen, kriegen wir 1 und minus 1 raus. Oder ich kann sagen, k mal x gleich 0. Und je nachdem, was in der Vorgabe steht, ich nehme jetzt mal k ungleich 0. Dann kann ich hier eben auch sagen, ich teile durch k. Das ist ja praktisch wie, als wenn da 10 mal x stehen würde. Gleich 0, dann würde ich durch 10 teilen. Also x gleich 0. Und ich hoffe, man sieht hier wunderbar, alle Nullstellen, die rauskommen, haben keinen Parameterwert mehr dabei. Ganz kurz ein anderes Beispiel, fk von x ist gleich x² minus k. Wenn ihr das 0 setzt, x² minus k, Gleichungen lösen, k rüber auf die andere Seite, Wurzel ziehen wäre x gleich Wurzel k oder x gleich minus Wurzel k. Und ihr seht, diese Nullstellen sind in Abhängigkeit von k. Das heißt, wenn sich k abändert, ändert sich auch die Nullstelle ab. Hier sind alle Nullstellen parameterfrei, also weiß ich, dass diese Funktionen alle durch 0, durch 1 und durch minus 1 gehen. Und die verändern sich nicht, da kann mit k sonst was passieren, ihr könnt für k sonst welche Werte einsetzen, ihr könntet auch mal ein paar Zeichnungen machen. Diese Funktionen verlaufen immer durch diese Nullstellen. Und das gleiche Prinzip gilt dann eben auch, wenn ihr vielleicht zeigen sollt, immer durch den gleichen Extrempunkt. Also nicht, dass ihr dann erschreckt, was soll ich da machen? Das sind doch eigentlich immer alles andere Punkte. Dann ist eben die Lösung parameterfrei. Darauf wollte ich hier hinaus. Wenn ihr dann noch Fragen habt, schreibt einfach. Und ansonsten kommt ihr aber damit eigentlich wunderbar durch.